Unser Futsal-Nationalteam bereitet sich aktuell auf die kommenden Länderspiele gegen die Schweiz vor. Die Mannschaft von Teamchef Patrick Babic ist nach der gelungenen Premiere gegen Deutschland wieder voller Vorfreude auf die beiden ersten Auswärtsspiele der österreichischen Futsal-Geschichte. Ja, sicher ist es was Besonderes. Es sind sicher neue Erfahrungen, die wir da sammeln, um mal gemeinsam irgendwo hinzufliegen. Ich glaube, dass die Halle nicht so voll sein wird wie bei den Länderspielen gegen Deutschland. Schauen wir mal, wie das die Spieler aufnehmen. Aber wir freuen uns einfach und wollen einfach alle Erfahrungen da mitnehmen. Ja, wir haben ja das Spiel gegen Deutschland analysiert. Da haben wir ein paar schwache Punkte bei uns gehabt, zum Beispiel das Spiel in Unterzahl, Standardsituationen, das waren halt Schwerpunkte, die wir in den Tagen bis jetzt und natürlich auch morgen noch verbessern wollen. Und ja, gestern ist es im ersten Training einfach nur darum gegangen, wieder ein bisschen in den Futsal reinzukommen. Und wie gesagt, also Standardsituationen, Überzahl, Unterzahl und natürlich das Spiel mit dem Ball waren die Schwerpunkte. Ja, wir haben drei Ausfälle aufgrund von Verletzungen. Da war der Alen Mucharemovic, Said Djulic und Stefan Milenkovic fallen leider aufgrund von Verletzungen aus. Aber es kriegen einfach neue Spieler die Chance, sich jetzt zu beweisen. Und wir glauben, dass wir da wieder eine schlagkräftige Truppe zusammengewürfelt haben und freuen uns einfach schon auf die Spiele am Wochenende.